Hallihallo Leute und willkommen zurück. Ich zeige euch jetzt auf Nachfrage, wie ich immer so viele Schrauben bekomme und das ganze andere. Ich habe schon mal solche Videos gemacht, aber ist schon eine Weile her. Und durch die ganzen neuen Abonnenten, die natürlich die Sachen nachfragen, die ich schon gepostet habe, was auch ganz cool ist, keine Sorge. Ich zeige euch jetzt meine Aufstellung zum Farmen. Als erstes nehme ich immer den Ladungsmeister AC. Den könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel in die Sammlung geht, könnt ihr den ganz normal bei Helden erwerben. Wir gehen dann hier auf Entdecker. Ihr braucht den gar nicht in Legendär, weil der ist wirklich für mich nur ein reiner Farmchar. Deswegen ist der auf 106 und nicht auf 130. Das reicht auch, wenn ihr den in Episch holt für... Ne? Also es ist egal, ob Episch oder Legendär. Die haben beide dieselben Funktionen halt. Ne? Ihr seht es ja hier. Und dementsprechend haben wir den erstmal so. Wenn ihr aber jetzt... keine Matze oder sonst was dafür habt, um euch den da rauszuholen, könnt ihr auch den Ragnarok benutzen. Der hat aber im Vergleich zu dem Ladungsmeister, wo ist mein Ragnarok? Hier der. Der hat denselben Antimaterie-Schlag ziemlich weit, aber zusätzlich hat er halt seismischer Stoß und Elektroschwung. Aber wir wollen ja, da wir farmen, wollen wir ja schnell unterwegs sein. Und dadurch lohnt es sich einfach, den Ladungsmeister zu nehmen mit Phasenwechsel und Antimaterie-Schlag. Im zweiten Slot haben wir die Frontspeerin Jess, die gibt uns einen Beutefund, 6% erhöhte Chance. Durch den hier haben wir ja auch schon mal 6%, dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei 12% Chance, doppelte Sachen zu bekommen. Also im Grunde jedes 8. bis 10. Auto, sage ich jetzt mal im Schnitt, gibt euch das Doppelte an Zeug wieder. Und dementsprechend ist das schon ganz gut. Im dritten Slot habe ich hier die Sternbannerin Penny, also Pulselektriker. Aus dem Grund erhöht den Einschlag- und Wegstoßeffekt von Antimaterieladung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine Antimaterieladung mache, ich ziele jetzt nicht auf den Damage ab, sondern auf den Einschlag. Da der Einschlag größer ist, nehme ich unter Umständen noch ein Auto mehr mit oder eine Mauer mehr mit oder habe dann halt dementsprechend mehr Stein oder irgendwas anderes. So sieht mein Farm-Setup aus. Jetzt gehen wir natürlich in irgendeine Map. Die Frage ist, was ich euch jetzt zeigen soll letztendlich. Also wir könnten natürlich in eine Stadt gehen. In der Stadt ist das Sinnvollste, wenn wir Mechanikteile fahren wollen und Schrauben. Wobei nur Schrauben geht natürlich, wenn ihr jetzt nur Schrauben fahren wollt, ist Industriegebiet besser. Aber in der Stadt an sich ist das sinnvoller, da kriegt ihr halt weniger Schrauben wie im Industriegebiet. Aber ihr habt halt die ganze Zeit die Mechanikteile dazu. Wir suchen uns jetzt eine Stadt, also ich könnte jetzt natürlich auch mit euch effiziente Farmen gehen, sehe ich gerade. Wir haben hier auch eine 100er Stadt. Ich müsste mal eben kurz gucken, ob ich effiziente brauche. Effiziente haben wir noch 800. Ich habe sogar weniger glatte. Also gehe ich mal eine Runde glatte Farm mit euch. Aber eine effiziente, glatte, robuste, das ist alles dasselbe. Also da gibt es jetzt kein besser, kein schlechter. Es funktioniert alles gleich. So, ja, seit dem letzten Patch dauert das echt lange mit dem Laden. Ich weiß nicht, was Epic da gemacht hat. Also eine Map zu joinen und zu öffnen dauert bei mir irgendwie Ewigkeiten seit dem letzten Patch. Deswegen werde ich das ab jetzt hier rausschneiden. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder am Start. Erstmal, wenn wir ein Auto treffen, haben wir nur 4 Sekunden Cooldown, was schon sehr stark ist. Ihr habt also im Grunde keine Zeit, das Auto komplett abzunieten, sage ich jetzt mal. Denn bis dahin ist euer Cooldown wieder ready, bevor ihr mit der Spitzhacke das Auto zerlegt habt. Bevor ich Mechanikteile farmen gehe, ist immer wichtig, ich sorge dafür, dass ich 5000 Metall habe. Wieso mache ich das? Ganz einfach aus dem Grund, dass ich dann quasi genau sehe, wo ich auf der Karte schon war und wo ich lang gehen möchte oder wo ich noch nicht war. Ja? Wir entscheiden uns jetzt hierfür. Dementsprechend, ja, wir haben mal wie gesagt den Phasenwechsel, also den Phasensprung. Damit kommen wir einmal so schneller voran. Es lohnt sich im Grunde, hier haben wir nochmal ein paar, Mist, jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie viel ich hatte. Warte. Wir haben... Moment, das ist so einfacher. Jetzt gehen wir mal gucken, wie viel wir haben. Wir haben 748. Und wie viele Schrauben haben wir? Dafür gehen wir kurz auf meine Fallen. 714. Gut, ich habe jetzt natürlich jetzt ein paar Sachen schon abgeräumt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele jetzt letztendlich war.
Dementsprechend kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ihr seht, 6 Schrauben, 2 glatte bekomme ich hier. Und das ist wichtig, dass ihr immer irgendetwas trefft, weil wenn ihr etwas trefft, dann geht der Cooldown runter. Wenn ihr nichts trefft, dann habt ihr einen langen Cooldown. Dementsprechend immer so platzieren, dass ihr mehrere Sachen auf einmal erwischt, ist die optimale Variante und Lösung. Ne? Dementsprechend, ja, ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. So, zack, ja, 3 Autos auf einmal. Ne? Also ihr seht, es ist ziemlich einfach mit dem. Epic Games hat den natürlich gebufft, der war vorher schon der Beste für... Im Grunde ist der Beste für alles, bis auf Erze farmen. Erze farmen ist immer noch am besten die Sturmchests farmen, also allgemein eigentlich ein Soldat oder ein Decker geht auch. Also je nachdem, was ihr halt alles habt, könnt ihr mit Erze ganz gechillt farmen. Ist das Beste. So, hier nochmal. So, hier ist ein Parkhaus. So. Ja, immer so hinstellen, dass ihr echt so viel wie möglich abbekommt. Ja, dafür habe ich halt den höheren Einschlag, dass ich quasi mehrere Sachen treffe. Mal gucken, ob das geht. Haha, geht auch. Habe ich so noch nie getestet, aber cool. Ja, ihr seht's, also ein Auto gibt uns im Schnitt 1 bis 2, ne? Normalerweise ist, glaube ich, 1 so standardmäßig, aber ab und zu droppt dann halt auch mal ein bisschen was mehr. Das liegt natürlich an dem höheren Loot, an der Loot-Chance. Um den will ich mich jetzt eigentlich nicht kümmern. Deswegen ignoriere ich den jetzt einfach. Und ihr seht, im Grunde habt ihr eigentlich nur Zeit, um irgendwas Kleines links oder rechts kaputt zu machen, bevor ihr den Schlag wieder abhabt. Und dementsprechend ist das schon ziemlich gut. Also, jetzt stellen wir uns wieder so hin. Oh, das hat nicht gereicht. Schade, schade. Es müsste eigentlich noch so einen Entdecker geben, der dafür sorgt, dass man zum Beispiel nochmal so eine Kachel länger hüpfen kann mit dem Phasensprung. Das wäre natürlich optimal. Dann würde ich den natürlich sofort nehmen. Jawohl, Smasherlein. So, jetzt hier geht's ja weiter. Oh, ich habe keine Energie. Das liegt an dem Energiesmasher hier. Wieso meine Energie jetzt immer noch weiter sinkt, obwohl ich nicht getroffen wurde. Ist mir jetzt gerade ein Rätsel, aber macht nichts. So. Es ist halt manchmal buggy mit den neuen Elektromonstern. Manchmal wird es richtig angezeigt, manchmal gar nicht. Ist also schon ein bisschen mies. So, gehen wir hier weiter. Zack und zack und... Ach, und da hinten hat noch gereicht. Oh, ich dodge dich ohne zu sehen. Ja, wir können den natürlich auch aufladen. Und dann senden. Ihr seht aber vom Schaden her... Ist das natürlich gewöhnungsbedürftig. So. Ihr seht jetzt die ganzen weißen Punkte, da war ich schon. Und wir sind noch gar nicht so lange hier unterwegs. Also ihr seht echt, das geht schon sehr, sehr flott mit dem. Wichtig ist immer halt quasi alles mitzunehmen, was ihr mitnehmen könnt. Denn letztendlich bringt euch das ja was. Ihr könnt natürlich auch, bei Industriegebieten ist das natürlich auch sinnvoll, quasi da reinzugehen. Da gibt es ja viele Motoren und Sachen, die könnt ihr natürlich mit dem genauso geil fahren. Deswegen sage ich immer, der ist definitiv das Beste, was Farmen von Mechanikteilen, von Holz, von Stein, eigentlich von allem, was nicht Erz ist, also alles, ja genau, ist der natürlich einfach der Beste. Der Ragnarok ist sehr ähnlich, nur ist der Cooldown vom Ragnarok für diesen Antimaterie-Schlag, der geht genauso weit, ja, das stimmt, aber der Cooldown davon ist wesentlich länger. Na, das ist hier eine blöde Ecke, komme ich doch dran. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das hat mich gestört, wieso auch immer. So, und wieder hoch. Ja, ihr könnt damit genauso wie gesagt Stein farmen, Holz farmen, Planken farmen,
Eigentlich alles. Also wie gesagt, ich mache gerne, ich zeige euch jetzt, also erstmal würde ich sagen, sind wir jetzt durch die Stadt so mehr oder weniger durch. Und wir haben jetzt vielleicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich sag mal so 5, 6 Minuten haben wir jetzt gefarmt. Wir haben jetzt 946 Schrauben. Und wir schauen uns auch sofort, wie viele Mechanikteile ich jetzt habe. Da haben wir, ja, ist klar, Leute. Ja, das ist das Schöne in Twin Peaks. Man kann sich nirgendwo mal gechillt hinstellen. Und soll eben aufstehen. Wir haben 810. Also, wir haben jetzt quasi in 5 Minuten 100 Mechanikteile gemacht und 200 Schrauben. So. Ja, willkommen zurück. Nach gefühlten 10 Minuten. Also ich habe keine Ahnung, was dein Epics Kopf vorgeht. Gib mir jetzt meine Spitzhacke. Was geht? Ich kann nicht meine Waffe ausnehmen oder eine Spitzhacke. Aber ich kann so fahren. Ihr seht's? Geil, oder? Einfach nur geil. Ja, willkommen. Ah, jetzt. Willkommen in der Bugwelt von Epic. Achso, wer es nicht wusste, ihr kriegt natürlich hier durch die schönen Gartenzwerge. Ist es möglich, aktive Energiezellen zu bekommen? Manchmal bekommt ihr eine, manchmal nicht. Ich habe jetzt hier keine bekommen. Egal, weiter geht's. Ja, wir sind vorhin beim Stand geblieben, wie ich vorhin gesagt hatte. Also wir hatten knapp 200 Schrauben in 5 Minuten gemacht und knapp 100 Mechanikteile. Also ist schon gar nicht so schlecht für 5 Minuten. Das könnt ihr euch natürlich hochrechnen. Ja. Aber ihr seht, effiziente farme ich genauso. Und der 106 Power Level Farmer reicht aus. Ich brauche den nicht auf 130. Denn wie gesagt, der ist nur zum Farmen da und das mache ich auch nur, wenn ich privat spiele. Also ich gehe jetzt nicht hin und macht dementsprechend irgendwie in öffentlichen Missionen und fange dann an rumzufarmen. Das mache ich nicht. Dementsprechend, ich gehe immer auf privat und mache das da und das macht am meisten Sinn. So nerve ich niemanden, so habe ich meine Ruhe quasi, kann in Ruhe mal auch mal kurz AFK gehen oder so. Ist alles dann kein Problem, ja. Ihr seht, effiziente farme ich genauso. Glatte gibt es auch für uns. Also ist alles hier. Und danke, Schatz. Ich komme gleich. Und ihr seht im Grunde dasselbe Spielchen, so funktioniert das hier auch. Ja? Ohne Probleme einfach. Es ist egal, ob die jetzt 100 sind oder nicht. Die, wie gesagt, zum Farmen ist das völlig in Ordnung. Und hier wie nach wie vor, wir haben 5000 Metall. Sprich, eure Obergrenze ist dann 3000, 4000 und so weiter. Und ihr müsst einfach gucken, dass ihr, bevor ihr farmen geht, das einfach wirklich voll habt. Denn so flitzt ihr am effizientesten durch die Map. Es sei denn, ihr habt so ein gutes Gedächtnis, dass ihr euch genau merkt, wo ihr schon wart. Was anfangs ganz okay ist, aber die Städte ändern sich ja quasi immer. Und dementsprechend, ja, ich kann es mir nicht mehr merken, irgendwie teilweise, muss ich gestehen. Ich weiß dann, klar, in der Ecke war ich, weil ich keine Autos sehe. Aber ich flitze in dem Moment erstmal in die Ecke hin, um dann quasi nochmal wirklich nachzugucken, war da jetzt was oder war da nichts, ne? Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, oder? Ja, ne? Dementsprechend, wie gesagt, durch Phasenwechsel und unseren schönen Low-Cooldown können wir echt einfach durch alles durchflitzen und sind recht mobil. Was sehr wichtig ist, denn wenn wir nicht mobil wären, müssten wir das Ganze gar nicht so machen. Wie gesagt, dann könnt ihr auch den Ragnarok nehmen. Müsst ihr halt mit leben, dass der ein Tick langsamer ist beim Farmen. Aber ein Tick ist ja nur ein Tick. So, ihr seht, hier war ich jetzt schon überall. Das heißt, mir bleibt nur noch die untere Map. Und da können wir eben auf mein schönes Hoverboard jumpen. Und schnell auf die andere Seite gehen. Und ihr seht aber, wie schnell ihr mit dem eigentlich so eine Map abgefarmt habt, ja? Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, was soll ich sagen? Also bessere Methode zu farmen gibt es nicht. Das macht sogar eigentlich Laune mit den niedrigen Cooldowns, denn ihr kommt nicht zu einem Stillstand. Ich sag mal, euch wird erst langweilig, wenn ihr einen Stillstand habt,
Dadurch, dass ihr hier aber die ganze Zeit eigentlich alle 2-3 Sekunden irgendwelche Knöpfchen drücken könnt, seid ihr eigentlich die ganze Zeit aktiv dabei. Und das macht auch noch Laune, ja. Also das ist wirklich Farmen, was auch noch unter Umständen Spaß macht. Und klar, die Mats könnt ihr dann tauschen, wenn ihr wollt. Ihr könnt da machen, was ihr damit möchtet. Das liegt an euch. Ja. Die Dinger geben immer gut Schrauben und Metall so oder so. So, da waren wir jetzt auch. Ja, wir gucken uns die Map an. Ihr seht eigentlich, ich war jetzt fast überall außer hier unten noch. Und dann bin ich durch die Map auch schon wieder durchgeflitzt und habe eigentlich sehr viel mitgenommen. Zack, vor die Wand gesetzt. Ja, hier oben auch noch einer. Also ich müsste mal gucken, wenn ich wahrscheinlich exakt jede Spitzhacke treffen würde bei einem kleinen Auto, würde das unter Umständen reichen in 4 Sekunden. Aber wofür denn auch? Denn, wie gesagt, einfach macht einfach mehr Spaß. Die 4 Sekündchen könnt ihr noch so drauf kloppen. Hier gibt es halt nicht großartig mehr. Gehen wir noch eben eine Etage weiter. Zack. Ihr seht, also wir nehmen noch Stein mit und alles andere noch auch. Und dementsprechend ist das schon echt cool. Ja, tatsächlich. Also wenn ich wirklich so 2-3 Dinger hier treffe, dann bin ich natürlich schneller. Da gibt es hier keine Treppe hoch. Oh, ich habe die kaputt gemacht, ihr seht's. Ja, das ist halt das Parkhaus hier noch. Und dann sind wir auf jeden Fall durch. Und dann schauen wir uns nochmal kurz. Also ich habe jetzt nicht, wir hatten vorhin irgendwas mit 800 Effizienten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht genau drauf geschaut. Das macht aber so jetzt ja auch nichts. So. 2, 3, 4. Ja. So. Dann sind wir hier auch durch. Dann haben wir jetzt 5 Minuten glatte gefarmt und 5. Oh, da hinten sehe ich auch noch was. 5 Minuten. Na gut, machen wir 6 Minuten hier raus. Dann haben wir 6 Minuten. Ne, 5 Minuten glatte gefarmt und 6 Minuten effiziente. Und wir sind jetzt auch durch. Und am besten irgendwo hingehen, wo mich nichts stört oder nichts angreift. Ist immer so ein bisschen komplizierter und schwer. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Mein Inventar ist auf jeden Fall voller. Glatte an sich habe ich jetzt 886 und 843. Wir hatten vorhin 810. Und schraubentechnisch sieht es bei uns jetzt 1255. Also wir haben jetzt in 10 Minuten 300, 500, 560 Schrauben gefarmt. Und es geht, wohlgemerkt, wie gesagt, in einem Industriegebiet viel schneller. Aber ja, so farmt ihr im Grunde alles. Ne? Also ob ich jetzt, ob ihr Ranken sucht, ob ihr hier pechschwarzes, grünes Pulver am Farmen seid, so nehmt ihr halt ein paar Steine einfach mit. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal ein bisschen was dazu zeigen. Und ich sag dann mal bis demnächst. Bye, bye.